Ich weiß, der hat sein Talent mal echt versteckt. Yeah. Ich hol mein Pimmel raus, sofort hat der Faker gelutscht. Er so, hast zu viel 8-Ball geguckt? Yeah, guck ich Thomas Mike und Springs crazy. Pimp die Pimp Play, die crazy Slim Shady. Yo, also warte eben, das ist Hagens Kick. Alter, der muss durch Wetter und Wengert Straße fegen. Mehr läuft da nicht und ich weiß, du bist der Panel-Toy. Yeah, ich komm mal Zweig und ficke den Toy die Nutte. Was sagen, du willst im Wetter mit Freunden kuscheln? Ah, halt dein Maul, denn ich rap den Vers. Er spielt sich nach dem Battle als ein Teddybär. Yo, und alle so Agenten, aber wie das scheint. Aber der ist der Beweis, Jeepers Creepers 3. Teil 3 kommt auch raus und ich weiß, ich brauch den Applaus. Yeah, und du weißt Bescheid, ich bin Hagenswort, Mr. Henke, den man echt hochstapeln kann. Oh, komm mal Spike und ich schlag den Pack. Was willst du sagen, ich besieg meine Nase lang. Und ich weiß, ich fick dich scheiß mies. Ey, die Tochter allein von vorhin könnt ihr euch auf YouTube reinziehen. Weil die hat das schon mal gebracht. Und ich weiß, heute Abend fick ich dich Spaß. Yeah, hab ich noch einen? Hab ich einen? Yeah. Ich komm als Mike und ich regel mies, zerleg den MC, der Hater G spielt zu Hause mit Playmobil. Was will der Welt, dieser Hater Free, könnte werde ich wegen ihm pädophil. Ja, und ich wundere dich Spasti, der sieht aus wie eine Mischung zwischen Pfannstein und einer Giraffe. Was geht denn da ab, du hässlicher Spaß? Ich weiß, ich mach. Ich komm doch rein, wenn ich den Typ mit meinem Floß zerhacke. Leg ich den Typ flach auf seiner Yogamatte. Er ist kein MC, er ist ein hohler Affe. Ich komm als Mikrofon und fix sein Flow in Sache. Sache ist Sache. Yeah, ich bin Arrest und nehm trotzdem nicht in den Käfig. Gegen mich zu gewinnen, das geht nicht. Doch Holland versteht's nicht. Und deswegen bringt er auf jeden Fall wieder Lines, die er aufs Blatt Papier geschrieben hat. Aber in meinem Rap kannst du dich verlieben, Spaß. Alright. Vielen Dank. Kurzer Zwischenstand. Wer ist für Arrest? Okay. Wer ist für Kollaps? Okay. Ich würde sagen, es geht weiter. Machen wir Vierzeiler. Haben wir noch ein Beat? Wir machen A Cappella, oder? Ja. Wollt ihr ein Beat oder wollt ihr A Cappella? Wer möchte ein Beat? Okay, wer möchte A Cappella? Okay, wir machen A Cappella, weiter geht's. Jo. Okay. Jungs, eigentlich nimmt er ja zu Hause bei mir im Studio auf. Aber heute Abend wird die Hure gebounced. Und zwar mit meinem Dick und ich brech dir den Schädel. Alter, du freestylst nicht, du Bitch bist auf jeden gefährlich. Ey, du hast keinen Plan mit deinem idiotischen Slang. Ich komm als Mike nach, geht's ab zu Alkoholiker-Fam. Oh, glaub mir, ich komm als Mike und du Spast bist abrasiert. Danach spendier ich dir einen Kasten Bier. Okay, ja. Das sagt er. Und eigentlich hat er mehr Lines in der Nase als im Kopf. Und ich weiß, heute Abend bist du geboxt, aber nur mit dem Mikrofon in die Fresse. Und ich weiß, ich werde dich auf jeden wieder betteln. Yeah. Ein Punch reicht und danach hat gleich sein Kiefer geknackt. Wegen dem Scheinwerfer hat gleich gerade das Lila gepasst. Guck ihn euch mal an. Ich komm als Mike und komm mit fiesen Lines. Der Typ wird öfter gefickt als Gina Wild. Und ich weiß, dass ich gegen dich Lappen jetzt rap. Ja, wen's hab ich Sex? Und was hast du? Nichts außer irgendwelche Junkie-Brauts. Und ich weiß, ey, heute Abend bist du krass. Yeah, okay. Hör mal zu, du Faggot, denn der Boss ist jetzt hier. Er hat Sex, ja, weil er sich nur prostituiert. Yeah, du hast keinen Plan. Ich bin dich grad, du Hundesohn. Und glaub mir, so 2,50 Euro ist ein Stundenlohn. Und ich weiß, ich bin am Start hier, 2,50 Euro, wenigstens bin ich nicht Hartz IV. Du kannst dir überhaupt nichts leisten. Rap ist ja dein Traum, aber du hast dir den selber echt mal verbaut. Hör mal zu, wie ich diesen Punker krass zerlege. Ich hab Hartz IV, er hat nicht mal einen Antrag abgegeben. Yeah. Und was willst du mir sagen, denn ich kille dich mit Parts Punk. Das ist alles Freestyle, hiernach erwartet dich die Parkbank. Ey, ich zerfick dich ja sowas von gern. Und ey, ich hab keinen Antrag abgegeben, Alter. Du wurdest wieder 3 Monate gesperrt.
Und das von der Jobagentur. Motherfucker, das ist purer Freestyle. Du bist echt mal hier verhurt. Yeah. Und tut mir leid, der Penner hat gerade nach diesem Part gelutscht. Ich glaube, bei der Besamung hat seine Mama zu tief ins Glas geguckt. Yeah. Also bitte, was will er? Ich komme und kille diesen Hater gerade. Glaub mir, er wird heute öfter gefickt als 34 Nutten auf der Reeperbahn. Okay. Jury. Was war hier? Da geht bestimmt noch einer. Ein letzter geht noch. Okay, ich frag mal kurz, wer ist bis jetzt okay. Für Rest? Ich geb dir noch ein Wort rein. Und wer ist bis jetzt für Kollaps? Ja. Ja. Jury, was machen wir jetzt? Wir werfen noch ein Wort rein. Wir werfen ein Wort ein, okay. Ja. Finde ich gut. Mein Wort ist. Schmetterlings-Dildo. Schmetterlings-Dildo. Okay. Ihr kennt den alle das so Wort mit Schmetterlings-Simulation. Ja, hier ist keiner mehr unter Alter, 18. Der regt sich hier auf und ich komme echt mal gechillt. Die Zivilpolizei ist auch hier, ist alles okay. Uns kann nichts passieren. Okay, nochmal. Und ich komme echt mal gechillt, Jo. Der regt sich auf. Heute Abend besorge ich seiner Mama wieder mit dem Schmetterling-Dildo. Und dann wird sie richtig hart herangenommen. Und ich weiß, der raucht den ganzen Tag nur Bon. Yo. Ey, dann mach ich auf dieses Wort und rappe gechillt, Bro. Komm zu dir und besorgst dir mit dem Schmetterlings-Dildo. Du hast nichts zu sagen, deine Hektik und Skills los. Ich komm jetzt als Mike und zerfetze dich willenlos. Okay, Jury? Kollaps. Kollaps hat gewonnen. Dankeschön, Leute. Thank you.